Hi ho und willkommen zu meinem letzten Update-Video von dieser Zeit. Schrank. Jetzt kommt mein Update-Video zum Schrank. Also, das ist jetzt eine Story, die ist mal wieder so typisch ich. Ich habe mir ja den Schrank ausgesucht gehabt und ich hätte den gerne hab den, bei Amazon gesehen, habe den aber auch eben anderweitig gesehen. Und hab dann eben bei der anderen weitigen Seite erstmal so gedacht, okay, da ist er ein bisschen günstiger, dann werde ich ihn da bestellen. Da habe ich zu meiner Mom gesagt, so am Donnerstag letzte Woche, Mom, ich bestelle jetzt diesen Schrank, mir reicht's. Nee, warte, das war glaube ich Samstag. Naja, auf jeden Fall habe ich gesagt, Mom, mir reicht's, ich möchte den Schrank jetzt bestellen. Ich will jetzt sicher gehen, dass ich den noch bekomme. Weil bei Amazon war der Schrank dann ausverkauft. Und auch sonst im Internet war er weitestgehend ausverkauft. Ja, dann habe ich den bestellt, hab dann halt auch gewartet. Das Wochenende war nix. Und dann habe ich am Montag eine Nachricht bekommen: Der Schrank ist nicht mehr verfügbar. Jetzt war ich so richtig, oh nein. Dann habe ich überlegt: Okay, kein Problem. Ich guck mal noch dort. Ich habe noch dort geguckt und habe noch mal dort geguckt und gab es nirgendwo mehr. Also ich habe den auf die Stelle nicht wiedergefunden. Ja, dann war es so, dass ich dann halt als nächsten Schritt gedacht habe, okay, jetzt wird es Zeit, anders zu denken. Ich muss mir einen anderen Schrank einfach aussuchen. Also habe ich von derselben Fir also beim selben Versender, selbe Firma, einen anderen Schrank ausgesucht. Und der Schrank ist jetzt um knapp 50 Euro günstig. Dazu habe ich dann noch Coupons, also hatte ich noch einen Coupon, wo ich 5 Euro Rabatt bekommen habe. Und ja, jetzt hoffe ich einfach, dass der Schrank ankommt, weil ich heute eine E-Mail bekommen habe, dass der eine Lieferzeit von 4 Wochen plus hat und dass ich doch bitte bestätigen soll, dass ich diesen Schrank noch möchte, was ich dann auch gemacht habe. Aber ich habe bis jetzt noch keine Wiederantwort bekommen, aber ich hoffe jetzt einfach, dass ich in 4 Wochen meinen Kleiderschrank hier angeliefert bekomme. Aber das wird dann spannend, weil das ist dann ungefähr zur selben Zeit, wie wenn der Einbauschrank kommt, merke ich gerade. Naja, auf jeden Fall, das ist dann jetzt der Stand der Dinge, was den Schrank angeht. Und ja, also ich finde ihn jetzt schon schön und so. Ich fand ihn auch am Anfang schön. Das war der erste, den ich von der Firma entdeckt hatte. Das war der kein Auf- und Zu-Ding hat, aber der da drüben hat auch keinen Pönüppel oder sowas, wo man dran ziehen kann. Also an sich kein Problem. Er hat Schubladen und er hat auch Fächer. Und er hat auch oben Fächer und er hat was zum Aufhängen und er ist groß und geräumig. Also das müsste schon funktionieren. Ja, gut. Das war noch kurz mein Update zum Thema Schrank. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr auch schon mal sowas hatte, dass euer Schrank der Träume dann plötzlich weg war. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.rietmann@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.